Genießt ihr die Sonne, Kinder? Kinder, das sind nur die Wolken. Oh oh, sieht aus, als würde ein Sturm aufziehen. Kinder, es ist Zeit, heimzugehen. Barry und Chili, ihr wollt weiterspielen? Sunny, willst du gehen? Barry, Chili, habt ihr keine Angst vor dem Sturm? Kinder, es ist gefährlich, im Sturm zu spielen. Bleibt weg vom Wasser, Kinder. Nein, Chili, das ist gefährlich. Bleibt immer weg vom Wasser während eines Gewitters. Kinder, Zeit, um Schutz zu suchen. Nein, Kinder, meidet Bäume während eines Gewitters. Dort kann der Blitz einschlagen und euch verletzen. Kinder, wo ist Barry? Barry! Puh, da ist er ja. Kinder, helft eurem Freund. Chili, du willst, dass Sunny mit dir kommt? Habt keine Angst, seid mutig für euren Freund. Gut gemacht, Kinder. Seid immer hilfsbereit. Kinder, Carrie passt auf euch auf. Oh, die Kinder sind endlich in Sicherheit. Trinkt aus, Kinder. Kommt immer schnell nach Hause bei schlechtem Wetter. Hi, Kinder. Was ist los? Ihr habt recht. Der Baum sieht wirklich nicht schön aus. Ihr solltet einen neuen suchen. Gut gemacht. Vielleicht ist dieser Baum ein bisschen klein. Meint ihr nicht auch, Kinder? Wow, Kinder, das ist mal ein großer Baum. Aber wie wollt ihr den bewegen? Netter Versuch, Kinder. Aber der Baum ist zu groß. Lasst uns einen finden, der genau die richtige Größe hat.
Dieser Baum sieht perfekt aus. Klasse gemacht, Sunny. Hey, Edna. Könntest du uns bei etwas helfen? Okay, los. Okay, Konzentration, Kinder. Lasst uns diesen Baum zurück in die Stadt bringen. Was treibt ihr da, Kinder? Das gibt Ärger. Ihr wollt die gelbe Farbe benutzen? Willst du die blaue Farbe nehmen? Du hast recht, Barry. Wenn Tim aufwacht, bekommt ihr alle großen Ärger. Schaut mal hinter euch, Kinder. Schrubbt härter, Kinder. Und das nächste Mal macht ihr besser keinen Unsinn. Fröhliches Halloween, Leute. Hey! Hast du etwas gehört, Frank? Schau besser mal nach. Hast du Angst im Dunkeln, Barry? Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Was war das für ein Geräusch? Keine Sorge, Barry. Es war wahrscheinlich nur der Wind. Hör auf, ihm Angst einjagen zu wollen, Chili. Barry hat wirklich Angst.
Du scheinst mir auch Angst zu haben, Chili. Es ist nur ein bisschen Donner. Aber alles wirkt irgendwie gruseliger bei Nacht. Da ist ein dunkler Schatten. Aber was verursacht ihn? Oh, es ist ein Papa, Chili. Er hat seine Leiter oben. Chili, hör auf, sie zu ärgern. Was denn, Barry? Was ist los? Oh, Spinnenweben. Sie kleben an den Marshmallows. Du bist nur durch ein Spinnenhaus gelaufen. Keine Monster sind hier. Gute Idee, Sunny. Wascht ihr zwei euch mal im Teich. Was war das? Ist das ein UFO? Vielleicht spielen deine Augen dir einen Streich. Ach, das Licht waren die Scheinwerfer von deinem Dad, Chili. Es sind Sumpfmonster. Chili. Chili. Wo bist du hin? Es sind nur Barry und Sunny, die mit Seetang voll sind. Wisst ihr, es ist in Ordnung, manchmal Angst zu haben. Alles, worüber ihr euch jetzt Sorgen machen müsst, ist, wie ihr die klebrigen Marshmallows von eurem Gesicht bekommt. Habt ihr euch irgendetwas Spezielles für Weihnachten gewünscht, Kinder? Wow, spaßig! Du hast recht, Jenny. Zeit für die Kinder ins Bett zu gehen. Der Weihnachtsmann kommt nicht vorbei, wenn ihr wach bleibt. Es ist Schlafenszeit, Chili. Du musst dich ausruhen. Was war das für ein Geräusch? Ho, ho, ho! Es ist der Weihnachtsmann! Stört ihn nicht, Kinder. Kinder, was macht ihr? Wow, was für eine Aussicht! Sunny, Barry und Chili wollen helfen. Weihnachtsmann, du kannst die Kinder doch bestimmt mitnehmen. Kinder, passt auf die Geschenkeliste auf. Gut festhalten! Barry, kannst du auf der Liste vom Weihnachtsmann nachschauen, was sich Ben gewünscht hat? Oh nein, die Liste ist verschwunden. Stimmt, Sunny. Ben wollte Gemüse zu Weihnachten. Super Gedächtnis, Barry. Billy will einen neuen Baustellenhelm. Oh nein. Du träumst nur, Billy. Schlaf wieder ein. Es ist fast morgen, Kinder. Ihr müsst zurück in die Schule, bevor Jenny aufwacht. Es gibt noch ein Geschenk, das ausgeliefert werden muss, Kinder. Es ist für Jenny. Du hast recht, Jenny.
Die Kinder haben tief und fest geschlafen. Wollt ihr, dass Jenny ihr Geschenk aufmacht, Kinder? Was für ein gut ausgewähltes Geschenk. Oh nein, seht nur, wie dreckig ihr jetzt seid. Okay, lasst uns zu Tims Waschanlage fahren und euch sauber machen. Okay, Jungs, wer will als nächstes? Okay, Kinder, Zeit, Tim für seine Hilfe zu danken. Passt nächstes Mal auf, wo ihr spielt. Und versucht, sauber zu bleiben, okay? Unsere Kinder sind zurück in der Schule. Barry, Sunny, Chili, wo seid ihr? Könnt ihr sie sehen? Ah, da seid ihr. Warum spielt ihr nicht mit den anderen? Sieht aus, als wären die Kinder an ihrem ersten Tag nicht so selbstbewusst. Eure Lehrerin Lily hat recht. Mischt euch unter die anderen. Komm schon, Sunny. Stell dich an. Du schaffst das. Ah!
Na los, Chili. Hab Spaß mit deiner neuen Freundin. Ah. Oh, oh, oh. Komm schon, Barry. Zeit, sich zu drehen. Au! Seht ihr, Kinder? Die Schule ist ein toller Ort, um neue Freunde zu finden. Der arme Chili fühlt sich nicht gut. Könnt ihr Hilfe holen? Ihr müsst eine Maske tragen, damit ihr euch nicht mit Chilis Erkältung ansteckt. Das ist dein Herzschlag, Chili. Komm Chili nicht zu nahe, Sunny. Gut gemacht. Benutz immer ein Taschentuch. Das ist keine Süßigkeit, Sunny. Das ist Medizin. Hier ist etwas für dich und Barry zum Mitnehmen. Aber erst Hände waschen. Und komm Chili nicht zu nahe, bevor es ihm besser geht. Hurra! Chili ist wieder gesund. Er ist im Bett geblieben, hat sein Gemüse gegessen und niemanden angesteckt.